Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit. Libra. Jo, wir haben des Nächtens ein bisschen was fabriziert. Jo. Jo, draußen toben sich die Hunde aus. Hoffentlich keine Hunde. Nein, irgendwo aufpassen, irgendwo ist eine Kreischerin. Die habe ich, glaube ich, gerade vorher abgeschossen. Aha, okay. Ja, da liegt die Leiche. Gut. Dann bin ich schon zufrieden. Ich komme schon runter, die Tonne ausräumen, gell? Da, ja. Bei der Tonne steht ein dicker Wastel. Ja, passt. Ich werde vom Rathaus jetzt laufen, sag ich mal. Ich werde vom Rathaus die ganzen Waffenteile holen. Ja, kannst gleich unten lassen, ich komme schon runter. Passt, ich schaue nur rundherum. Schaut gut aus, kommt nichts. Okay. Der Weg ist frei. Gut. Ja, ich gehe dann mal so rundherum und schau an, wo eventuell was herumliegt. Hä? Also. Hm. Geht auch nicht. Okay. Merkwürdig manchmal. So, komm her, Dicker. Der rührt sich nicht. Ups. Was? Ja, dann wieder halt. Ach. So. Und das war's mit ihm. Okay. Perverse Stellung. Ja. So. Ach, Kreischerin. Wo? Auf Richtung Nordosten. Ja, sieh sie. Ich kümmere mich drum. Okay. Dann sag ich mal alles ein, was geht. Und bring das in unsere heiligen Hallen. Oh, ein Blumenstock. Ein weiterer. So. Das war's. Sehr schön. Ja, den habe ich reingelegt. Mhm. Passt, passt, passt. Den habe ich da drüben gefunden. Im Rathaus. Oder im Gerichtssaal. Gerichtsgebäude ist also. Ist ja kein Rathaus. Ist ja das Gerichtsgebäude, was man da. Bei der letzten. So, ich laufe noch mal kurz Tag rauf. Na gut, dann ab und rein da, weil wir haben ja da jede Menge Waffenteile drinnen. Mhm. Die werden wir gleich mal sichern. So. Ja, man sieht schön aus. Ah ja, gut. Die Pistole ist leer, das ist sehr sinnvoll, dass ich die noch herumschleppe. So, wenn er kommt, hätte ich schön geschaut, wenn ich das nächste Mal schießen will damit. Jo. So, da ist nichts mehr drin. Nein, nein. Leer. So, was haben wir da? Wir haben ja schon so viel Zeug. Safes haben wir ja gesagt, machen wir mit der Range. Zack, zack, zack. Also, wir bersten. Wenn ich das nur kurz anmerken darf. Wir bersten. Ja, wir werden die grauen Waffenteile kommen alle zum Händler. Ja, die machen ja keinen Sinn. Die grauen Waffen verschießen wir nur die Munition, die drinnen ist. Die kommen auch zum Händler und dann wird es wieder leerer werden. Mhm. Ja, ich leg das da einfach nur jetzt rein, weil es. Achso. Da ist auch nichts drin. Ich geschaut. Und. Ja, das kommt da hin. Passt, das kommt dahin. Munition. Hm, oder? Was? Motor, Motor, Motor. Ich habe jetzt. Ich krieg das Zeug nicht mehr unter in der ersten Kiste, wo es zusammengehört. Das ist keine Chance. Für die Motorräder und das. Mhm. Ja.
werden wir sich was Hochwertiges zusammenbasteln. Und die Stoffe, das Leder und so weiter darüber, da wo die ganzen Parts und die Eisenteile sind, die muss ich wieder Platz mitnehmen. Ich sollte noch nicht richtig fix beschriften, weil ja viel raufkommt in den in das nächste Geschoss, ne? Die Lederteile und die Stoffteile und so, das tun wir rauf. Gut, ja, dann schauen wir mal. Klar, das war natürlich vorhersehbar, dass sich das jetzt nicht alles ausgeht. So, Glas, war da wo Glas? Ja. So, die Kackhaufen gehen wir auch hier hin. Ja, egal, ich muss zwei. Ich von den anderen auch nichts wegschmeißen. Die ewigen Sammler. Jo, das stimmt. So, was habe ich noch? Muni? 96 Schuss, das ist super. Und da ist gerade wer über die Trampe runtergesaust. Ja. Gut, was mache ich in meiner Angst? Ja, da vorne das Auto zerlegen. Wir brauchen ja gescheite Teile, gell? Ja. Ja, also die Motorräder machen auf alle Fälle Sinn, wenn es möglichst. Aber die kann man ja in der Werkbank Teile zusammenfügen. Also, so ist es ja nicht. Ich glaube, da kann man zusammensetzen Teile. Und dann kriegt man besser, oder was? Jein, oder reparieren, ne? Ja, beim Reparieren wird es schlechter, ne? So, stimmt. Du musst schon mit der Reparatur sehr weit oben sein, das war jetzt ein gedanklicher Fehler. Oh, Jagdgewehr, Schrotflinte in Orange, ja, cool. Da sind einige Teile dabei. So, ich habe da irgendwo gesehen. Brauchen wir nicht. Sowas wie Einkaufszeile. Wo war die? Die hätte, glaube ich, ganz interessant ausgesehen. War die da vorne? Die Sandwich sind in der Chemiestation. Ja, oder? Genau. Ja, okay. So wie das schimpelige Brot. Wo war die Einkaufszeile? Das Fett gehört noch. Wo ist das Fett? Beim Essen. Da. So. Da. So, jetzt nehmen wir das auch mit, wir lassen ja nichts zurück. So, das sind praktisch die Teile, die alle weggehen Richtung Händler. Die legen wir da schon. Genau, da könnten wir eigentlich eine Kiste anlegen, oder? Naja, ich mag es gerade provisorisch, lege es jetzt einmal in die zweite drüber. Die ganzen grauen Teile. Dafür geben wir die Orangen da rein. So, grau kommt da rein. Da ist sie, die Einkaufszeile. Gibt's wirklich eine? Ja, mit einem riesen Loch. Ich glaube, da hat's wenn's negert. Ja. Also zumindest schaut das so. Ah, da ist ein Pool in der Mitte. Nein, das sind Wohnungen. Was der so mit Mitte Pool. Ist ja cool. Machen wir die? Ja, ich muss nochmal ins Rathaus. Und du kannst gern schon anfangen. Ich brauche nur ein bisschen. Ah, shit. Ich werde einfach rundherum einmal alles abklappern. So, dann schauen wir mal, wie es da ausschaut mit der Munition in den zwei Teilen da. Ah, okay. Das Jagdgewehr ist schon auf 0. Und da haben wir noch was drinnen. Das heißt, das Jagdgewehr kommt da schon darüber. So. Was ich nicht verstehe, ist, warum da ein Loch ist. Wir nehmen sie jetzt die eine Schrotflinte damit. So, dann nur mehr ab. Bei dir ist irgendwo eine Kreischerin. Das Gericht.
wahrscheinlich eh wieder da stehen. Ja, da ist sie nicht. Achso. Oh, schrecklich. Oh. Ja. Radioaktiver. Ich geh gleich wieder rein. Lauft der? Nein. Lauft nicht. Okay. Wo ist sie? Ich finde das immer so spannend, dass die mich sofort sieht. Oh! Okay. Ich sehe sie nicht einmal. Oh, da ist ein Biker dabei. Oh, der spuckt. Jo. Ach du Kacke. Du bist runter. Okay, die laufen alle zur nördlichen Rampe. Ja. Und da schlagt einer drauf. Mhm. Und der Kreischerin. Okay, sie haben mich gesehen. Ups. Ja, das ist ja sogar Absicht, dass sie mich sehen, weil ich hoffe, dass sie dann teilweise in den Laden rein. Nein, mich teilweise gesehen. Also. Ups, runter. Gut, es läuft da niemand. Gehen wir mal raus. Also da kommt gerade einer auf dich zu. Ja, sehe ich. Die Kreischerin sehe ich auch. Die geht gerade. So, die Kreischerin ist erledigt. Mhm. Und sie hat geschrien. Oh, da ist nur eine. So, weg. Ah, ich krieg den Spucker nicht weg. Ich schieß den Arsch. Ja, ich treff ihn nicht, aber er trifft ihn, das ist wirklich. Was schluckt denn runter? Trefferberechnung in dem Game. Da glaube ich, lege ich mich nicht an. Im Nahkampf. Achtung, die steht da. Okay. Ah, es ist so scheiße, wenn sie sich seitlich verhindern. Ich bin jetzt hinter dir. Ja, passt. Der erste steht auf. Achtung, die steht nicht mehr auf, direkt. Ja, ja, einen anderen habe ich. So, der ist auch. Passt. Okay. Ah ja, Antibiotika, na bitte. Gar nichts. Was habe ich dann noch gekriegt? Eine Bikerhose. Schwarze Gosshosen. Ja. Oh, sind besser wie meine. Okay. Zerlegen. Dann zerlegt das andere, ja, genau.
So, der Radioaktive ist nach unten, oder? Ja, der ist runter. Okay, dann müssen wir schauen, was er da unten macht, weil die brauchen ja relativ lange. Das ist ja da. Oh, schon wieder eine Kreischerin da drüben. Das kann sie jetzt nicht sein, oder? So, ich bin da. Achso, oh, da ganz dran. Südwestlich. So, jetzt schauen wir mal, wie es dem da unten geht. Okay. Hm? Ist er erledigt, oder? Ja, ich sehe da unten nichts mehr rumkrabbeln und auch nichts leuchten. Reparieren muss ich jetzt dann einmal da unten. Ja, das werden wir machen. Wird wahrscheinlich Zeit werden. Was ist das? Ja, sehr schön. Passt. Ich hoffe, sie ist tot. Ja. Gehen sie hat schon, zwei Pfeile geschluckt. Ja, ist ja gut. Okay. So. Ja, die unten liegen könnten wir natürlich auch looten, aber ich hole jetzt einmal den Safe da vom Gebäude. Und da ist noch der Compound-Bogen dabei. Den hätte ich schon gern. Zack. Obwohl unser Armbrust sicher mehr Schaden macht. Ich glaube, da liegen irgendwo noch Leichen, oder? Na wurscht. So. Darüber war die Einkaufsstraße. Ah, das Hotel zu. Sag ich mal, Einkaufsstraße. Wir machen wieder eine wohnbare Gegend. Oder? Ja. Ja, das große Ziel ist ja, wenn wir unser Base fertig haben, beginnen wir dann bei den umliegenden Gebäuden und also überall, wo halt Erde ist und so, dass wir Bäume anpflanzen. Mhm. Und wir hoffen, dass dann mit der Zeit halt so ausschaut, die Stadt, wie wenn die Natur halt diese Zivilisation wieder zurückholt. Ja, schauen wir mal. Schauen, wie weit ob wir den Plan schaffen, sagen wir mal so. Ja, die Base ist ja schon relativ weit. Ja. So viel. Ich habe wieder Gunbau davor. Sieht sich das aus, wenn ich das dann mache? Walter, was ist das? So eine Gefängnistür da. 8000. Ja, da haben wir ein bisschen was zu tun. Ja, ich überlege gerade, ob ich das ganze Metall da aufbaue, was da drin ist. So, Holz. Das können wir, glaube ich, später natürlich einmal, wenn wir Stahlspitzhacken haben, geht das schneller. Mhm. Das wäre auch nur Metall. Schauen, was frisst das. Okay, das geht schneller. Ja, der Vormittag ist gut am Laufen. Einige ist schon wieder gelootet, quasi. So, du kommst auch mit. Du magst dich in meinem Luft gut. Top. Hey, der Pool, den können wir ausschöpfen. Ja. Cool. Ist der Pool. Wobei wir ja mit dem Teich in der Nähe ja noch mal schöpfen. Ja, aber der ist nur im Sack. Ah, sehr gut. Den. Was ist jetzt? Ah, die Spitzhacke ist endlich durch. Zerlegen, dann verwenden wir gleich die nächste. Warum ist der Rest jetzt drunter? Naja, egal.
So, wo geht's für uns runter? Da sind die Treppen. Okay, das dürfte ein Firmenpool sein oder Babypacken. Warum? Das ist nur ganz ein kleines gefüllt mit Wasser. Ich gehe da allerdings weg. Da oben ist ein Sleeper. Gut, dann haben wir das. Jetzt schlaft er nicht mehr. Dann gehen wir retour. Oh! Hey, du Idiot, da bin ich. Kein Schein. Sehr unbequem. Ja. Gut. Tasche, ja, da müssen wir den Beton reparieren. Wo denn? Das ist ein bisschen Schaden bei dem Kranz, der so rundherum geht. Da die Rampe gerade so repariert. Die ist crappig. Passt. So, dann legen wir sich gleich einmal wieder an den Verband raus, weil den haben wir jetzt braucht wegen der Blutung. Ups. So. Das da rein. Das Grab, das braucht niemand. Der graue Waffenteil kommt gleich da rein. Aha. Das dürfte so Eingang zum Bad sein. Der gelbe kommt da, ja. Okay, der schläft, glaube ich, aus da hinten. Treffe ich das wieder? Schmeißen wir da rein. Die nehmen wir sie mit. Opa, da war klar. Ja, jetzt. Dicke Mama. Sitzt hinter der Kasse. Es ist mein Lieblings. Zombie. Ja. Ich mir dachte, das Beidi. Ja, das ist gut. Aber die ist so richtig genüsslich. Puh. Ja, die Zombies haben sich schon stark verändert in dem Game gegen die ersten. Mhm. Komm her, Mama. Bet, ganz zu Beginn haben sie wie noch nicht gezockt. Wobei, eigentlich fälschlicherweise sage ich, Mama, meine Mutter ist ja ganz eine zarte, ne? Ja, also das hat nichts mit unserer Mutter zu tun, aber ich glaube, das haben wir eh schon mal gesagt. Das ja, das ist eine wirklich klein, zart. Keine Parallelen. Komm her, die. Was? So schnell gibst du auf? Achso, ich brauche Dings mit. Was brauche ich für die Spikes zum Reparieren? Achso, Scrap Metal, ja. Scrap. Nehmen wir das mit. Lebst du wirklich nicht mehr? Nein. Und Beton werde ich mal mitnehmen zum Reparieren dann draußen. Mhm. Nein, wieder da. Nicht da. So. Da wollen wir rein. Ist da noch wohl wer? So, ich bin ziemlich voll. Das heißt, unser Rathaus ist jetzt sauber. Ja. Ist komplett geluttert. Es wäre noch Metall drinnen, aber das habe ich jetzt einmal
Okay. Ich habe nicht komplett erledigt. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich bin gerade herunten und repariere die Spikes. Ah, alles klar.